Ein Warnvideo der indischen Polizei. Der Beat ist fröhlich, die Botschaft ernst. Seht her, das passiert, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet. Für ihn kommt jede Warnung zu spät. Vinay, 20 Jahre, gestorben auf Indiens Straßen wie so viele. Seine Mutter hatte alle Hoffnung auf den klugen Studenten gesetzt. Ich hatte nur einen Sohn. Mit all meiner Liebe habe ich ihn aufgezogen, ganz allein, nachdem sein Vater gestorben war. Wofür? Damit er auf der Straße totgefahren wird? Als könnten sie seinen Tod nicht begreifen, schauen sie sich immer wieder das Video einer Überwachungskamera an. Es zeigt, dass Vinay keine Chance hatte. Ein Auto rammt seinen Motorroller, er stößt gegen eine Ampel, der Autofahrer flüchtet in die Nacht. Genau hier ist er aufgeprallt, zeigt uns Vinays Tante später. 2 Meter hoch wurde er geschleudert, dort drüben kam er wieder auf. Der Unfall war so heftig, Vinay hat stark geblutet. Und so lag er dann hier, viel zu lange, minutenlang hat ihm niemand richtig geholfen. Wenn wenigstens die Polizei schnell gekommen wäre, dann könnte er heute noch leben. Das Video zeigt Vinay am Boden. Keiner hilft. Fahrerflucht und unterlassene Hilfe, beides Alltag in Indien. Dazu kommt, es gibt zwar Krankenwagen, zumindest in den Städten wie hier in Neu-Delhi, aber oft kommen sie spät oder gar nicht. Jeder hier weiß, wer wirklich helfen will, muss Unfallopfer selbst zum Krankenhaus bringen. Doch viele Inder haben Angst, dadurch zum Beschuldigten zu werden. Meist erkläre die Polizei einfach den Helfer zum Täter, sagen viele. Die Polizei widerspricht. Welche Probleme die Leute auch immer befürchten, wir versuchen jetzt wirklich, sie zu verringern. Wir stellen den Ersthelfern überhaupt keine Frage mehr und später werden sie auch nicht mehr einbestellt für irgendwelche Nachforschungen. Wir versuchen wirklich alles, damit die Leute nicht mehr zögern, Unfallopfer bis ins nächste Krankenhaus zu bringen. Nicht wir sind das Problem, sagt die Polizei, sondern dass sich fast keiner an die Verkehrsregeln hält. Die meisten kennen die Regeln gar nicht, sagen andere. Den Führerschein gibt's auch ohne Fahrtraining. All das macht Indiens Straßen zu den gefährlichsten der Welt, mit mehr als 140.000 Unfalltoten pro Jahr. Die Opfer? Vor allem Fußgänger, gefolgt von Rikscha- und Motorradfahrern. Es gilt das Recht des Stärkeren. Und wenn es Nacht wird, ist das die Realität an Indiens Ampeln. Es wird schon gut gehen. Viel zu oft geht es nicht gut. Arman Singh Sidhu hat es selbst erlebt. Nach einem Unfall gründete er eine Initiative, um Druck zu machen auf Politik und Behörden. Denn auch die seien schuld an Indiens tödlichen Straßen. Es gibt auch heute noch Leute bei den Verkehrsbehörden, die ihre Verantwortung nicht ernst nehmen. Wenn diese Leute hören, dass wieder 40 Menschen gestorben sind, weil ein Bus in einen Kanal gestürzt ist, das berührt sie einfach gar nicht. Es tut ihnen nicht weh. Sie erfüllen einfach nicht ihre Pflicht. Singh Sidhu will das nicht mehr hinnehmen. Und er ist nicht der Einzige, der sich wehrt. Doris Francis kämpft auf der Straße gegen das Chaos. Sie regelt den Verkehr. Freiwillig. Jeden Morgen seit 6 Jahren. Damals verlor sie an dieser Kreuzung ihre Tochter, Nikki, 17 Jahre. Das Tuk-Tuk, in dem sie beide saßen, wurde beim Abbiegen von einem rasenden Auto erfasst. Wenn ich daran denke, dann... Ich kann es gar nicht ertragen. Ich kann es nie vergessen. Deshalb stehe ich hier jeden Morgen und mache das. Ich mache das für meine Tochter und damit es keine Unfälle mehr gibt, damit keiner mehr stirbt. Und eins hat sie immer dabei, das Bild ihrer Tochter. Sie sagt, es beschützt sie, wenn sie wieder auf der Straße ist, um Leben zu retten.
Niemand sollte weinen müssen wie ich. Wenn ich anderen das ersparen kann, dann bin ich glücklich. Seit sie hier den Verkehr regelt, ist niemand mehr gestorben. Manchmal kommt sogar die Polizei vorbei und hilft. Doris Francis kann sich nur um eine Kreuzung kümmern. Eine Kreuzung auf einer von unzähligen lebensgefährlichen Straßen in Indien. Wir sind eins. ARD.